Das Jodmärchen. Die Jodbefürworter scheinen ihr Ziel erreicht zu haben, das normale bundesdeutsche Frühstück ist heute zu einer hochjodierten Mahlzeit geworden, das Brötchen bzw. Brot ist in der Regel mit jodiertem Salz gebacken, die Butter darauf wurde aus der Milch von Kühen gewonnen, die jodhaltig ist, weil die Tiere mit jodierten Mineralfuttermischungen gefüttert und ihre Euter mit jodhaltigen Desinfektionsmitteln behandelt wurden. Ein Belag in Form von Wurst oder Käse enthält Jod gleich doppelt, einmal durch jodiertes Fleisch bzw. Milch und zusätzlich durch das bei der Weiterverarbeitung verwendete jodierte Salz. Auch das Frühstücksei, von einer deutschen Henne stammend, die jodiertes Futter bekam, bestreut mit Jodsalz bedeutet Jod im Doppelpack. Seit 1993 dürfen Lebensmittel auch ohne Kennzeichnung Jodsalz enthalten. In Deutschland gibt es nur eine einzige Firma, die unjodierte Mineralfuttergemische anbietet, aber diese so teuer, dass gerade die im Preiskampf stehenden Bioerzeuger kaum darauf zurückgreifen. Somit enthält auch der organische Dünger, wie ihn gerade Bioerzeuger verwenden, das vorher dem Tierfutter zugesetzte künstlich hergestellte Jodid als Ausscheidungsprodukt mit der Folge, dass auch deutsches Bodengemüse und Obst, zum Beispiel Erdbeeren, heute zwangsjodiert sind. Deutschland, ein Jodmangelgebiet, wird vom Bundesumweltamt in Zweifel gezogen. Seit die Weltgesundheitsorganisation, WHO, Deutschland Anfang der 80er zum Jodmangelgebiet erklärt hat, wird unablässig die Werbetrommel für Jod gerührt. Seit Beginn der 90er Jahre ist man in Deutschland verstärkt dazu übergegangen, Nahrungsmitteln künstlich Jod zuzusetzen. Man möchte auf diesem Weg einer angeblichen Mangelversorgung der Bevölkerung mit Jod vorbeugen. Als Beispiel wird immer wieder gerne der allseits bekannte Kropf angeführt, der durch Jodmangel entstehen kann, allerdings in der Regel im Kindesalter. Was viele nicht wissen, Jod wird inzwischen dem Tierfutter in so hohen Mengen zugesetzt, dass das meiste Fleisch, besonders Rindfleisch, Butter, Milch und alle Milchprodukte stark mit Jod belastet sind. Da inzwischen viele Hersteller von Fertignahrungsmitteln, Wurst, Käse, Senf, etc. mit Jodsalz würzen, bzw. hochjodierte Molkereiprodukte verwenden, Kekse, Schokolade, Kaffeesahne, nehmen viele Menschen unwissentlich viel zu viel Jod mit der Nahrung auf. Und das wiederum hat für ca. 8000 Menschen in Deutschland gravierende gesundheitliche Konsequenzen. Gravierend heißt, mal etwas salopp ausgedrückt, den Leuten geht es echt beschissen. Diese Menschen werden durch das der Nahrung zugesetzte Jod schwer krank. Es wird geschätzt, dass bis zu 10-15% der Gesamtbevölkerung in irgendeiner Form negativ betroffen sind. Was das Schlimmste daran ist, viele merken zwar, dass es ihnen schlecht, und immer schlechter, geht, sie wissen nur nicht warum. Vielleicht gehören auch sie dazu. Jod macht krank. Haben Sie eines oder mehrere der folgenden Anzeichen schon über einen längeren Zeitraum, ohne sich erklären zu können warum? Magen-Darm-Probleme, Sodbrennen, ständiger Durchfall, Reizdarm. Hautprobleme, rote Flecken, schuppige, schurfige Haut. Herzschmerzen, Herzrasen, Herzrhythmusstörungen, hoher Puls. Grippeartige Symptome und Dauerschnupfen. Atemnot und Kurzatmigkeit. Nierenschmerzen und Koliken. Muskelrheuma, Sehnen- und Gelenkschmerzen. Zitternde Hände. Sehstörungen mit verminderter Sehfähigkeit. Übersteigerte Nervosität und Schlafstörungen. Angstzustände, schwere Depressionen. Hautveränderungen, welke, blasse Haut, brüchige Nägel. Stechendes, Jucken am ganzen Körper. Wenn ja, vertragen Sie wahrscheinlich das der Nahrung inzwischen massenweise zugesetzte Jod nicht. Genau, das Jod in Ihrem Jodsalz, in der Butter, im Brot, in der Schokolade, im Fleisch, in der Milch, in den Keksen. Deutsche und ausländische Mitbürger, darunter viele ausländische Studenten, überschütten uns seit 4 Jahren mit Hilfe rufen, weil sie fast keine deutschen Lebensmittel mehr essen können, da diese jodiert sind. Fatal ist hierbei die tatsächlich unbekannte totale Jodierung des Viehfutters, so dass sämtliche deutschen Fleisch- und Milchprodukte für Jodgeschädigte ungenießbar sind. Wer kann, weicht zum Beispiel auf polnische Milchprodukte aus. Wer auf Gemeinschaftsverpflegung wie Kantinen, Krankenhäuser, Altenheime, Mensen, Schullandheime angewiesen ist, ist in einer ausweglosen Situation. In der medizinischen Fachliteratur ist es unbestritten, dass Jod folgende Krankheiten auslöst: Jodallergie, Jodakne, Jodasthma, Hyperthyreose, Kropf, sogenannte heiße Knoten, Morbus Basedow, Morbus Hashimoto, Morbus Edison, Osteoporose, Herzrhythmusstörungen, hoher Puls, Ohnmachtsanfälle, schwere Depressionen, Schlafstörungen, Ruhelosigkeit,
zitternde Hände, Zappelbeine, Sehstörungen, Impotenz, Nierenkoliken, Haarausfall, Schweißausbrüche. Leiden Sie unter einer schmerzhaften Akne, die langsam entstand und auf keines der üblichen Aknepräparate reagiert und tiefe Narben hinterlässt? Dann gehören Sie möglicherweise auch zu der wachsenden Zahl der Betroffenen, die eine Jodakne, Kelpakne, haben. Die Jodakne ist altersunabhängig. Oft beginnt sie als Bläschenausschlag am Mund, weswegen häufig die Fehldiagnose, Herpes, gestellt wird. Im Gegensatz zum tatsächlichen Herpes reagiert der Jodausschlag jedoch nicht auf äußerlich und innerlich anzuwendende Virostatika. Und wenn schon der Arzt auf Patientenbemerkungen wie, der Herpes geht nicht, nicht hellhörig und dazu veranlasst wird, an Jodakne zu denken, dann tun sie es. Symptome einer chronischen Jodvergiftung, Hautveränderungen. Erhöhte Talgproduktion und vergrößerte Talgdrüsen. Schuppige Schuppenflechte auf dem Kopf und hinter den Ohren. Silberhaut auf dem Rücken. Gerötete und geschwollene rote Hautflecken. Trockene, stark juckende Haut. Stechendes, Jucken vor dem Einschlafen. Eitrige Pusteln, die lange brauchen, um abzuheilen. Brüchige Nägel, Welker, Handrücken begleitet von ständigem Durchfall. Übelkeit und Sodbrennen. Heißhunger, abendliche Fressattacken, ohne Gewichtszunahme. Magenkrämpfe. Erhöhte Magensäureproduktion, Verätzungen der Bronchien durch Magensäure, die nächtens die Speiseröhre hochgelaufen war. Verstärkter Harndrang. Schwindel, grippeartige Symptome, Kopfschmerzen, vor allem nach dem Essen. Raucherschnupfen, morgendliches, Abschleimen. Reizbarkeit plus starke Lärm- und Lichtempfindlichkeit. Latente Aggressivität und Stimmungsschwankungen. Gereizte und entzündete Augen. Nierenschmerzen, vor allem nach Anstrengungen und beim Abnehmen, die Vergiftung mit Jod wirkt zunächst auf äußerst subtile Art. Alle oder auch nur einige der eben genannten Symptome können, mal mehr und mal weniger auftreten. Es werden bevorzugt ohnehin belastete Teile des Organismus angegriffen. Häufig denkt man deshalb zunächst an Stresssymptome. Reizdarm, wegen des ständigen Durchfalls. Sehnenscheiden- und Kapselentzündungen, durch chronische Überlastungen von Muskeln und Sehnen bei der Arbeit. Entzündete Augen wegen Bildschirmarbeit. Ständiges Geschafftsein und Neurodermitis durch Stress, etc. Der gesamte Organismus ist ständig angespannt, insbesondere die Muskulatur kommt nie zur Ruhe. Entspannung ist irgendwann kaum noch möglich. Hierdurch entstehen Muskel- und Gelenkschmerzen. Blessuren, die normalerweise in Tagen oder Wochen abheilen, brauchen plötzlich Wochen und Monate. Man glaubt, man wird alt, fühlt sich auch wie ein 70-Jähriger. Eigentlich nicht übermäßig stark belastete Sehnen schmerzen irgendwann ohne ersichtlichen Grund ständig. Zusammen mit den Schlafstörungen, der Überreizbarkeit und dem Gefühl, ständig krank zu sein, entsteht ein Zustand völliger Unzufriedenheit. Man fühlt sich irgendwann nur noch wie ein Haufen Scheiße. Eine latent vorhandene zunehmende Aggressivität führt schon bei kleinen Anlässen zu Wutausbrüchen und cholerischen Anfällen. Über den Zusammenhang zwischen Krebserkrankungen und der Aufnahme künstlich jodierter Nahrungsmittel seit Jahren wird die Jodkampagne immer wieder mit Zeitungsartikeln und Fernsehdiskussionen neu angeheizt, was dazu geführt hat, dass mittlerweile jedes Maß an vernünftiger Risikoabwägung verloren gegangen ist. Ihren vorläufigen Tiefpunkt erreichte sie mit dem blasphemischen Satz: Unser tägliches Jod gib uns heute, mit dem sich die Jodbefürworter Pfannenstiel und Hotze im August 1999 im Wochenblatt für die Region Obernburg zitieren ließen. 1995 hielt die flächendeckende Jodierung in Deutschland ihren Einzug und wird als die erfolgreichste Werbemaßnahme der letzten 20 Jahre bezeichnet, weil sie sich, wie es sich für eine gute Werbekampagne gehört, auf wenige Hauptaussagen beschränkt und diese geradezu einhämmernd wiederholt. Und so nimmt es nicht Wunder, dass ein Großteil der bundesdeutschen Bevölkerung der felsenfesten Überzeugung ist, künstlich mit Jod angereicherte Nahrungsmittel seien gesund und daher im Supermarkt, im Glauben, sie täten das Beste für ihre Gesundheit, zum jodierten Salz und anderen künstlich jodierten Produkten greifen. Zumal doch auch noch auf vielen von ihnen das Gütesiegel des Bundesministeriums für Gesundheit prangt, gesünder mit Jodsalz. Ein synergistischer, also steigernder Effekt wird noch erzielt, wenn zwei Katalysatoren zusammentreffen, zum Beispiel Jod und Thiocyanat, das im Speichel vorkommt, oder Jod und Chlorogensäure, die im Kaffee enthalten ist. Das ist der Fall, wenn sich beispielsweise das Jod der jodierten Kaffeesahne mit der Chlorogensäure des Kaffees im Magen verbindet. Ihr duftender und ganz harmlos aussehender Frühstückskaffee kann auf diese Weise zum hochwirksamen Krebscocktail werden.
Im Zusammenhang mit der Jodakne fällt auf, dass diese in keinem uns bekannten Fall durch organisch gebundenes Jod ausgelöst wurde. Das lenkt die Aufmerksamkeit auf die Frage, woher kommt das Jod, das in der Jodsalzprophylaxe unter die Leute gebracht wird. Es kommt aus chilenischen Salpetergruben oder wird in Deutschland recycelt, und zwar aus Druckfarben, Katalysatoren, Röntgenkontrast- und Desinfektionsmitteln. Irgendwo in dieser Kette muss der Wurm stecken. Menschen, die unter einer Jodallergie leiden, reagieren in der Regel nur auf künstlich zugesetztes Jod. So können sie zum Beispiel durch einen Bissen in ein mit jodiertem Salz gebackenes Brot hochallergisch reagieren, wogegen sie stark jodhaltige Lebensmittel wie Zwiebeln und Rotwein hervorragend vertragen. Lediglich einige extreme Jodallergiker vertragen auch kein natürliches Jod.